Samadhi Teil 3, der weglose Weg. Wer den Himmel berühren will, dessen Wurzeln müssen bis in die Hölle reichen. Nach äußeren Früchten zu streben bedeutet, das Ziel, das Jetzt, zu verfehlen. Wach auf! Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community. Und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein. Samadhi Teil 3, der weglose Weg. Wir sind da, Digga. Wir sind endlich beim dritten Teil angekommen. Die ersten zwei Teile haben wir uns schon reingezogen. Heute gibt es den dritten Teil, den ersten Teil vom dritten Teil, weil das Ding geht anderthalb Stunden. Wir werden uns nicht alles komplett reinziehen. Entweder in zwei oder drei Teile aufteilen. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentarchen, abonniert den Kanal. Brutale Doku. Ich bin gespannt jetzt auf den letzten Teil quasi. Liebe geht raus an die Community. Ich würde sagen, es geht los. Peter Eden, man, und los. Jetzt bin ich schon drin, Digga. Ich bin schon da. Respektvoll möchte ich dich daran erinnern, dass Leben und Tod von höchster Wichtigkeit sind. Die Zeit vergeht schnell. Und die Gelegenheit ist verpasst. Jeder von uns sollte danach streben, zu erwachen. Wach auf! Sei achtsam. Vergeude nicht dein Leben. Steht mitten in der Natur zwischen Sonnenblumen, Digga, mit so einer... Schmeiß die Brille weg, Majutster! Schmeiß einfach weg, Bro. Und du die Maske. Das tut mir so weh, Digga, Menschen mit so einer Maske zu sehen, ne? Das hat mir damals auch in der Corona-Zeit so weh getan, einfach. Das ist Entmenschlichung, so, weißt du? Ich hab's einfach nicht... Jeder, der ein bisschen Gefühl hat, so, der hat gefühlt, dass es nicht gut ist, so. Der Stofffetzen, der überhaupt nichts bringt gegen irgendwelche Krankheitsverbreitung oder so. Einfach nur ein Signal dafür ist, dass du deine Schnauze hältst, so im Endeffekt. Das ist ein Maulkorb. Zieh aus den Laden. Thank you.
Menschheit ist tief in den materiellen Bereich hinabgesunken und hat ihre Wurzeln in den mentalen und physischen Schichten unseres Seins verankert. Wie Carl Jung sagte, wer den Himmel berühren will, dessen Wurzeln müssen bis in die Hölle reichen. Aus dem Schmelzofen von Wer den Himmel berühren will, dessen Wurzeln müssen bis in die Hölle reichen. Kein Licht ohne Dunkelheit, Freunde. Nun kommt Verwandlung, Umgestaltung und neues menschliches Potenzial. Das ist auch jeder, der schon mal harte Tiefphasen hatte und mal in der Dunkelheit unterwegs war, dem ist das auch bewusst, weißt du? Dem ist auch bewusst, dass dieses richtige Glück zu fühlen und richtig dankbar zu sein und diese ganzen Sachen meistens auch aus einer dunklen Phase herauskommen, so weißt du, wie ich meine? Also bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich erst ganz tief fallen musste, damit ich überhaupt diese Dankbarkeit, Glücklichkeit und Liebe richtig fühlen kann. Vorher nimmt man Dinge als selbstverständlich, weißt du? Und irgendwann, wenn du mal nichts mehr hast und tief bist so und dann wieder langsam Step by Step die Dinge erarbeitest und Dinge bekommst, dann hast du eine ganz andere Liebe, ganz andere Dankbarkeit, ein ganz anderes Gefühl von Glücklichkeit, wenn du dann diese Dinge wieder hast so. Du siehst das nicht mehr als selbstverständlich und wir, wenn wir keine dunklen Phasen hätten, dann wären wir extrem undankbar, glaube ich. Laut den östlichen Traditionen wächst der Lotus des Erwachens aus dem Schlamm von Samsara, aus dem Leiden. Ja. Das Christentum erzählt vom Sündenfall im Garten Eden. Die Esoterik beschreibt dies als die Entstehung des individuellen Ich-Gefühls oder persönlichen Willens, der getrennt ist vom göttlichen Willen. Zugleich mit dem getrennten Selbst entsteht eine äußere Welt des Denkens, die Welt der Form, scheinbar getrennt vom begrenzten Selbst. Die Person bzw. das Ego besteht aus dem Streben nach Dingen. In der äußeren, von Gedanken projizierten Welt, die äußerlichen Dinge, die wir begehren, sind die Früchte des Baums der Erkenntnis von Gut und Böse oder des Baumes der Dualität. Man könnte sagen, die ursprüngliche Sünde ist das Begehren des egoischen, dualistischen Bewusstseins. Fact. Dies ist Maya, die Situation, in der die Menschheit sich jetzt befindet. Nach äußeren Früchten zu streben bedeutet, das Ziel, das Jetzt, zu verfehlen. In der Geschichte gab es... Die Lösung ist in dir. Du solltest nach innen streben, nicht nach außen. Macht voll Sinn, Digga, für mich persönlich mittlerweile, weißt du? Merke ich aber auch. Das merkst du aber auch, wenn du dich von diesem fleischlichen, materialistischen Ding leiten lässt und keine innere Moral hast und nicht auch parallel, mindestens parallel dazu auch eine innere Reise antrittst, so, verlierst du dich ganz schnell in diesen Sachen, ganz schnell. Gelegentliches Erwachen und Aufblühen des menschlichen Bewusstseins. Die heiligen Yogis, Weisen und Hüter der Weisheit. Aber jetzt hat die Menschheit die einzigartige Chance, diese Reise als Kollektiv zu machen, das Entwerfen und Mitgestalten gemeinsamer neuer Realitäten, wenn... Tür geht von innen auf. So. ...wir die höheren Welten wiederentdecken und aus dem kollektiven Traum des begrenzten Selbst erwachen. Die meisten Menschen sind vollständig mit den grobstofflichen, physischen und geistigen Schichten ihres Wesens identifiziert. Sie wissen nicht einmal, dass es höhere Ebenen gibt. Sie wissen oder ahnen nicht, dass spirituelles Potenzial in ihrer Ich-Struktur darauf wartet, aktiviert zu werden.
Durch Erkennen dieser Fähigkeiten verbinden wir uns mit immer subtileren Ebenen der Existenz und machen gleichzeitig die Selbststruktur durchlässig für unsere wahre Natur, disidentifizieren uns von allen Ebenen des Geistes oder Maya. Boah, Digga, das ist so geil, Digga. Fuck. Boah, Digga. Ja. Beim Studieren der spirituellen Traditionen, die es im Lauf der Geschichte gab, erfahren wir, dass die großen Weisen, Mystiker und Seher ein Kontinuum des Seins beschreiben. Die alten vedischen Lehren beschrieben 5 Koshas oder Hüllen der Seele vom grob physischen und mentalen Bereich, der die konditionierte Welt ist, in der die meisten Menschen heute leben, bis hin zu den feineren Bereichen der energetischen Astral- und höheren Geistbereiche, den archetypischen Vorlagen der Existenz und schließlich zum Kausalbereich, in dem es keine Gedanken oder Empfindungen gibt, die Verwirklichung des ursprünglichen Gewahrseins, das Erwachen des Gottesbewusstseins in der Seele, durchbricht die Illusion all dieser Bereiche, aller Schichten von Maya. In den alten Traditionen gibt es zahlreiche konzeptionelle und sprachliche Hinweise, die auf dieses Kontinuum von grobstofflich zu subtil zu kausal hindeuten. Gleich, ob es das Chakra-System oder Kosha-System der vedischen Tradition oder die Dantien des Tao sind, alle Ebenen im Bereich der Veränderung sind Maya, die Spirale, die unsere wahre Natur verbirgt und dennoch der direkte Ausdruck des Lebens selbst ist. Die Spirale des Lebens ermöglicht uns das Erfahren des menschlichen Lebens. Wenn alle Maya-Ebenen als leer vom Selbst erkannt werden, ist ein unfassbares Einssein bzw. eine mystische Vereinigung jenseits von Sprache erlebbar, das die anderen Ebenen sowohl einschließt als auch transzendiert. Boah, Digga, das ist so, ich kann da gar nicht viel zu sagen. Ich schwör's dir, das ist so heftig, ich fühl das so krass, Mann. Das geht so, das ist einfach Balsam für die Seele, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Und, ja, ey, weiter. Henry David Thoreau sagte bekanntlich, dass die meisten Menschen ihr Leben in stiller Verzweiflung führen. Sie werden mit ihrem Lied noch in sich begraben. Ihre Verzweiflung kommt von der endlosen Suche außerhalb ihrer selbst, dem Streben nach Dingen, Geld, Macht, Beziehungen, Anerkennung von anderen. Die Wurzel des Leidens liegt in der mentalen Anhaftung an Dinge, nicht an den Dingen selbst. Es spielt keine Rolle, was du hast, was zählt, ist dein Festhalten daran. Anhaftungen werden im sensorischen Bereich durch Neuroplastizität geformt. Du merkst es aber auch, wenn du die Reise gehst, sag ich mal, weißt du, ich gehe ja die Reise, ich gehe ja den Weg, so, ich meditiere viel, ich versuche immer mehr zu sein. Und das Heftige ist halt, wenn du diese Reise gehst, dass du dann es auch merkst, so weißt du, wie mächtig das ist zu sein. Einfach nur zu sein. Und du merkst auch immer wieder, wie du zurückgetrieben wirst durch dein Ego oder durch Sachen von außen, dass du wieder ins Nichtsein kommst quasi, so weißt du. Und dass du wieder anfängst, dich mit irgendwas, irgendwo ranzuhaften oder irgendwas egotechnisch zu greifen und dann nicht mehr richtig zu sein. Oder Vergangenheit holt dich ein, du machst dir Sorgen über die Zukunft, so. Das fällt dir dann immer mehr alles auf, weißt du? Und dann ist es halt schon so ein kleiner Hustle, Digga. Das ist dann schon ein Hustle, immer wieder zum Sein zurückzukommen. Aber wenigstens kannst du das schon, weißt du? Wenigstens hast du das schon bewusst auf dem Schirm
und versuchst den Weg immer weiter zu gehen. Ich glaube halt in der heutigen Welt, schwieriger ist ein schwieriges Wort, aber es ist anders als früher zum Beispiel, wo wir grundsätzlich noch in der Natur unterwegs waren und die Natur öfter auch angeschaut haben, mit Tieren waren und so, weil in der Natur und mit Tieren und so fällt es mir am einfachsten einfach nur zu sein, weißt du? Aber heutzutage sind wir eigentlich nur noch in Wohnungen vorm Computer, am Handy. Und ich glaube, das macht es einem noch schwieriger, wirklich zu sein. Und deswegen sage ich auch, Leute, leg mal Handy zur Seite. Weißt du, geh mal raus in die Natur, setz dich mal unter einen Baum, mach mal die Augen zu und versuch mal einfach nur zu sein. So. Wenn du das nur einmal am Tag für 5 Minuten machst, ist das für deine Seele schon Balsam. So, das ist schon Gold wert, weißt du? Das ist schon crazy. Und dann ist es wie Training halt. Dann nächstes Mal 10 Minuten, 15, 20, 30 Minuten. Und irgendwann schaffst du es dann halt auch, diesen Zustand ins echte Leben zu übertragen und dann merkst du, wie das Leben einfach viel leichter läuft und viel besser läuft und viel bewusster ist so. Wenn die Aufmerksamkeit auf etwas gerichtet ist, feuern die Neuronen und erschaffen zusammen ein Programm im Geist. Eine Tendenz zu einem Muster, welches der Geist selbst ist. Wenn wir unbewusste Tendenzen oder Lebensmuster haben, sind wir eigentlich nicht abhängig von den Dingen selbst. Guck mal, sowas ist doch krank, Digga, dass es sowas heutzutage gibt. Guck mal, weißt du, was ich meine? Guckt euch mal den Unterschied an zwischen, wie früher, das ist wahrscheinlich in China, ne? Wie die früher gelebt haben und wie die heute leben, so, weißt du? Bei uns ist es ja nicht anders, überall so. Guck dir mal sowas an, das ist so krass, Digga. Da soll mir mal einer sagen, dieser Film Matrix hat keine Wahrheiten in sich. So, das ist eine scheiß Dokumentation. So. Das ist doch nicht normal. Wir sind nicht von den Drogen, Alkohol, Sex, Essen oder Medien abhängig, sondern von den Gefühlen, die sie in uns auslösen. Wir werden frei davon, indem wir den somatischen Bereich direkt beobachten. Die wechseln. Das hat der eine, wie heißt er nochmal? Der Mönch, der Shaolin-Mönch, der Deutsch aus Deutschland. Der hat es auch mal erklärt, dass wir versuchen müssen, nicht mehr zu viele schnelle Emotionen zu fühlen, so egal ob hoch, runter, egal ob positiv oder negativ, sondern versuchen müssen, eine Balance zu haben und immer schön konstant zu bleiben quasi und nicht Dopamin hoch, runter, dies, das, sondern konstant zu bleiben. Umso besser kannst du dich auch dann von Süchten trennen und von diesen ganzen Sachen, weil du dann einfach in deiner Mitte bist und konstant bist so. Und dann nicht mehr das brauchst. Und davon dich zu trennen, ist halt crazy. Ist crazy. Ich habe das gemerkt bei vielen Sachen. Ich habe ja aufgehört mit Süßigkeiten, Digga. Süßigkeiten gibt dir auch sofort so ein Ding. So ein Vibe. Weißt du, wie ich meine? So ein Dopamin, so, ey, geil, fühlt sich geil an, so. Pornos gucken, Digi. Auch so ein, genau so ein Ding. Weißt du? Und dich von diesen Sachen zu trennen, das ist voll powerful, ich schwör's dir. Das gibt dir mehr Ruhe im Leben generell. Phänomene am Grunde des Gewahrseins. Wir bleiben ruhig, reagieren nicht und beurteilen keine Empfindung als gut oder schlecht. Bam. Um frei zu werden, lernen wir, wie diese Anhaftungen entstehen, indem wir Bewusstsein in die feinstoffliche innere Welt bringen. Wir beginnen, die mentalen und Sinnesreize als ein sich veränderndes Feld zu sehen, anstatt uns an die Gedanken und Empfindungen zu binden, was die Identifikation und die Entstehung der Welt, der Form bewirkt. Dieses Feld der Veränderung wird Prana oder innere Energie genannt, das Fühlen der inneren Lebendigkeit. Der Übergang zu einer neuen Erde führt heraus aus dem Materialismus. Wir sind Zeugen, wie die alten Paradigmen an das Krankhafte immer mehr wollen, sich auflösen. Ja, ja, das hört doch nicht auf, ne? Wenn du einmal da drin bist in diesem Ego-Ding, dass du immer mehr willst. So, das hört dann auch nicht auf. So, du willst dann immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Irgendwann landest du auf Epstein's Island, Digga. Was du jetzt um dich herum erlebst, mag finster aussehen, wie Verrücktheit erscheinen, aber tatsächlich sieht so das Erwachen auf dem Planeten Erde aus. Du bist Zeuge der Auflösung alter Muster.
Viele Menschen sind enttäuscht von den derzeitigen politischen, sozialen, wirtschaftlichen und religiösen Systemen. Sie misstrauen den egoistischen Plänen der Medien, der Industrie und den sogenannten spirituellen Systemen. Das sind wir, Jungs. Sie vertrauen dem Gesundheitswesen oder der Regierung nicht mehr. Die Menschen sind desillusioniert. Dieses Auflösen der Illusion ist ein wichtiger Teil, um die Wahrheit zu erkennen. Facts. Geistigen Krankheit, die der heutigen Zeit innewohnt, direkt ins Auge zu blicken und um aus dem Ego-Bewusstsein herauszukommen. Step out the Matrix, bro. Mit Ego-Bewusstsein meine ich die unbewusst ablaufenden Muster von Begehren und Abneigung. Die kollektiven Samskaras oder konditionierten Prägungen, die die Bedingungen von Maya entstehen lassen. Die Identifikation mit unserer Person oder sozialen Gruppen oder worüber wir uns sonst noch definieren. Während unseres Lebens treten wir in diversen Rollen und Archetypen auf. Die Ich-Struktur ist die Verbindung mit der Welt. Wir wollen diese Verbindung nicht loswerden oder sie zerstören. Der Weg ist, uns von ihr zu disidentifizieren. Das ist powerful, dieses Disidentifizieren, das ist eine der powerfulsten Sachen, die ich auch jemals so für mich verstanden habe. So. Dass du dich mit diesen ganzen Sachen nicht mehr identifizierst. So. Dazu musst du die Sachen nicht mal loswerden oder so. Du musst einfach nur verstehen, dass das nicht du bist. Und dann, das hat er ja auch in der Dokumentation schon öfter gesagt, dass es einfach dann im Endeffekt nur eine andere Sichtweise auf dieser. Du kannst die gleichen Sachen machen, die du gestern getan hast, aber mit einer anderen Perspektive, mit einem anderen Mindset. Und es wird sich ganz anders anfühlen. Damit unser Gefühl des Ich oder das Spüren der Existenz nicht an eine begrenzte Form gebunden ist. Und wir nicht leiden, wenn die Welt der Form sich ändert. Der Weg des Menschen führt von der voregoistischen Existenz des Einsseins, dem Verschmolzensein mit der Mutter, die wir als Baby erlebten, hin zur Entstehung der Person. Wir wachsen und bilden eine Persönlichkeit aus. Dies ist ein notwendiger Teil unserer Evolution. Ich will so ein Kind, ich will ein Kind, ich will ein Kind machen. I need a baby, bro, sag ich dir ehrlich. Wird langsam Zeit. Um Selbstbewusstsein kommt immer wieder in meinen Schädel rein. Zu entwickeln, um das Gefühl eines Selbst oder Ichs zu verspüren. Wir befinden uns in unserer Entwicklung gerade im Stadium eines Heranwachsenden, identifiziert mit dem Ego. Der nächste Schritt über... Mach 7, ich mach 20, Bro. Selbstbewusstsein hinaus ist das Realisieren transpersonaler Ebenen des Selbst. Gemeinsame Ebenen von Bewusstsein zu erfahren. Verschiedene Levels von Logos oder höherem Selbst. Man könnte Seelenebenen sagen, wenn du diese Sprache bevorzugst. Unsere Sphäre des Mitgefühls weitet sich aus. Es ist dies eine Ausdehnung durch Liebe. Aus der Sicht der alten Prägung des Ego-Bewusstseins ist diese Auflösung etwas Furchterregendes. Du wirst Verwirrung und Schmerz erleben, wenn du an den alten Mustern festhältst. Die erwachenden Menschen werden dann tatsächlich als Bedrohung erlebt. Erwachen wird als Krise gesehen. Psychose, Digga. Lost. Verrücktheit. So wird das von normalen Menschen betrachtet. Also von normalen. Ihr wisst, was ich meine. Eine Auflösung von dem, was bekannt ist, darstellt. Im Moment ist auch nicht einfach. Die Leute denken immer, das ist dann, naja, das ist dann alles nur Peace, Love, Harmony und alles ist easy und so. Nee, Digga, weißt du, wie hart das ist, wenn du dich von deinen alten Programmen trennst, so? Erstmal überhaupt dir selbst einzugestehen, dass du programmiert bist, ist für manche Leute schon eine Sache, die ist nicht einfach. Weißt du, wie ich meine? Da fängt es schon an. Und dann diese Programme versuchen aufzulösen und so. Da gehört viel Disziplin, Schmerzen, dunkle Zeiten und so. Das gehört alles mit dazu, weißt du? Steiniger Weg auf jeden Fall, aber er ist es wert. Sind wir wie Raupen im Kokon.
indem sich eine Metamorphose vollzieht. Es gibt einen Punkt in der Transformation, an dem die Raupe weder eine Raupe noch ein Schmetterling ist. An diesem Punkt hat das alte Selbst, das sich verwandelt, das Gefühl, dass alles verloren ist. Aber das ist lediglich ein Teil des Prozesses. Ich fühle das so krass, Digga, weil ich halt auch auf dieser Reise unterwegs bin, weißt du? Ich kann mir vorstellen, manche Leute fühlen es gar nicht, Digga, manche Leute fühlen es über, Digga, das ist so krass. Das ist, je nachdem, auf welcher Entwicklungsstufe du dich selbst befindest, so, sieht man ja auch die Dinge anders. Ich habe auch in den Kommentaren gelesen, bei YouTube, wo ich das hochgeladen habe, so, da waren viele Leute, die sich das jedes Jahr irgendwie reinziehen auf eine gewisse Art und Weise, weißt du? Und dann immer wieder checken, okay, da ist was, boah, da ist was. So mit einer anderen Perspektive nochmal reinzuziehen ist, dann merkst du und siehst auf einmal andere Dinge und andere Dinge lösen was in dir aus. So. Vertrauen bedeutet die Hingabe an den evolutionären Impuls, ein tiefes Wissen, dass wir uns zur Quelle hin bewegen. Die kollektive Verblendung, von den alten spirituellen Lehrern Maya genannt, ist an unsere kollektive Anhaftung an alte Strukturen gebunden, an die menschliche Überheblichkeit, den Glauben, dass wir wissen, wohin wir gehen, was wir tun und wer wir sind. Der französische Maler Paul Gauguin ist berühmt für ein Paul Gauguin. Mit woher kommen wir, was sind wir und wohin gehen wir betitelte. Diese drei Fragen erfordern Bescheidenheit. Um herauszufinden, was wir sind, die Wahrheit herauszufinden, müssen wir zuerst zugeben, dass wir die Wahrheit nicht kennen. Das meinte ich vorhin. Die Antwort nicht, wenn wir die Antwort finden wollen. Es muss die ehrliche Bereitschaft da sein, uns selbst zu erforschen, in uns zu blicken, wie für Dantes Pilger. In der göttlichen Komödie beginnt die Reise zur Selbsterkenntnis. Ich glaube, da sind viele schon raus, weißt du, weil da müsste man sich selbst ja auch, das ist ja für viele Leute heutzutage eine Schwäche, weißt du, da müsste man sich ja selbst hinterfragen und nicht mehr so ego-getrieben überzeugt von sich selbst sein und denken, dass man der Krasseste ist, sondern man muss sich dann selbst auf eine gewisse Art und Weise loslassen und zugeben, dass man nicht weiß. Wenn du Erkenntnisse machen willst und wissen willst, wer du wirklich bist, musst du ja dir eingestehen, wie er es gesagt hat, dass du es nicht weißt. Und da sind dann viele schon raus durch Ego, glaube ich. Ignoranz und Überheblichkeit. Dunklen Wald auf Irrwegen. Und wir müssen erkennen, dass wir verloren sind. In den alten vedischen Traditionen werden die Dimensionen von Sein und Werden repräsentiert durch Shiva und Shakti. Das archetypisch weibliche, der abwärts fließende Strom oder die Manifestation wird repräsentiert von Shakti. Durch das abwärts zeigende Dreieck, das auf die Involution des Geistes in die Welt der Form weist. Shiva verkörpert den aufwärts fließenden Strom, den Strom der Befreiung. Das nach oben zeigende Dreieck weist auf das reine, eigenschaftslose Bewusstsein, auf die Entwicklung jenseits der Welt, der Form oder das Transzendente. Solange wir in der dualistischen Welt handeln, identifiziert mit dem begrenzten Verstand, schließen diese beiden Ströme den weglosen Weg ein. Wir sind tätig innerhalb des Stroms der Manifestation und dem der Befreiung im Tun und Nicht-Tun, leben sowohl gebunden an die Zeit als auch im Zeitlosen.
Wenn sich diese beiden Dimensionen verbinden in göttlicher Union, ist das Samadhi. Wenn sie vereint sind, stellen sie das Gleichgewicht und das gemeinsame Vorhandensein beider Dimensionen dar, wie der Davidstern oder das Anahata-Symbol, ein altes Symbol für das spirituelle Herz, den ungespielten Klang, die transzendente Quelle des ursprünglichen Om, welches das Universum ins Dasein tanzt. Es wird gesagt, in Samadhi hörst du die himmlische Musik des Daseins, die Musica Universalis oder die Flöte Krishnas oder, was Pythagoras die Musik der Sphären nannte. Dies sind natürlich alles Metaphern für etwas, das in den Tiefen unseres Seins erwacht, etwas jenseits Pythagoras der Jüdste des begrenzten Verstandes und der Sinne. Komm, Jungs, wacht mal auf, Digga. Satz des Pythagoras mal in den Chat rein jetzt hier, komm. Wer hat aufgepasst in Mathematik, Digga? Ski. Es gibt spirituelle Disziplinen, die den Fokus auf den feinstofflichen Körper richten, mit Praktiken wie das Beobachten des Atems und der Empfindungen, beim Arbeiten mit Qi oder Prana, Arbeiten mit Techniken und Prozessen, die vom konditionierten Verstand gelernt werden können. Alles, was den begrenzten Verstand direkt benutzt und einsetzt, um Samadhi zu realisieren, ist ein Teil der Via Positiva, was wir als den Shakti-Weg bezeichnen. Und es gibt spirituelle Wege, bei denen es um die Transzendierung der manifestierten Welt geht und die wir den Shiva-Weg oder Via Negativa nennen. Wir kommen zur Erkenntnis dessen, was wir jenseits von Name und Form sind, indem wir alles loslassen, was wir nicht sind. Der Weg zu Samadhi hat viele Namen wie Meditation, Selbsterforschung oder Gebet. Die meisten, die heutzutage diese Dinge praktizieren, benutzen eine Technik, aber die alte Form der Meditation, die zu Samadhi führt, ist eigentlich keine Aktivität. Sie ist nicht etwas, das du tust oder übst, sondern was du bist. Sondern das Auflösen des Meditierenden, Suchenden oder Handelnden. Du musst halt sein, du musst der bewusste Beobachter von dir selbst sein im Endeffekt und dann meditierst, also dann, das ist der Weg dann quasi, weißt du? Ist doch crazy, Mann, wenn du einfach es schaffst, auch deine Gedanken zu beobachten, alles was in deinem Körper, deine Emotionen, wenn du das schaffst zu beobachten, so, dann bist du schon nah dran auf jeden Fall und dann halt wirklich immer dieser, der zu sein und nicht dein Ego, sondern dieser Beobachter zu sein, den erstmal zu realisieren, ist auf jeden Fall Schritt 1. Wahre Meditation ist die Vereinigung mit dem, was ist. Und sie wird sich nicht nur ereignen, wenn das Ego beim Versuch zu meditieren scheitert und seine eigene Begrenztheit erkennt. Facts. Das Ego, das Du, von dem Du glaubst, dass Du es bist, muss notwendigerweise bei allen Versuchen zu meditieren scheitern, damit wahre Meditation entsteht. Je näher wir der Wahrheit kommen, desto näher kommen wir Samadhi. Je weniger tun, je weniger Technik es gibt. Die Techniken sind Teil der Vergangenheit. Wir lassen das Machen und den Macher los. Wir geben das Suchen und den Sucher auf, um in die unkonditionierte Gegenwart zu gelangen. Manche Krass. Lehrer überschätzen Techniken, während andere sie unterschätzen. Es ist das sind Tools nur, ja. Dich zu verstehen. Gut ausgedrückt. Dass die Technik ein Trittstein ist. Wir wollen die Technik nicht aufgeben, aber auch nicht an ihr festhalten. Ja, die Technik ist nicht alles. Voll geil ausgedrückt. Generell finde ich in dem Video die Sachen immer so, der hat die echt schön ausgedrückt, ne? Der bringt die Sachen echt so gut auf den Punkt, so. Es ist sehr schwierig. Hat er ja selber auch in dem Video gesagt, du kannst die Wahrheit ja nicht beschreiben mit Worten, weil das limitiert ja schon wieder so. Unser Verstand kann es ja auch nicht verstehen, weil das limitiert auch schon wieder.
Aber ich finde, der hat es auf einem Level erzählt, wo es wirklich Sinn macht. So. Also, was dir helfen kann, dann ins Gedankenlose zu kommen, beziehungsweise, ja, Alter, Erkenntnisse zu machen, sage ich mal so, weißt du? Ist schon hart, ey. Das ist schon ein krasses Level an Ausdrucksart und Weise, finde ich, bei ihm. Geil, Alter, guck mal, der Kleine, Bruder. So sitze ich mit meinem Kind irgendwann auch. Der altbewährte Weg, um Samadhi zu verwirklichen, besteht aus langen Perioden spiritueller Praxis. Egal, ob du diese Praxis, Meditation, Selbsterforschung oder Gebet nennst, da ist eine Wahrheit, zu der man erwachen muss. Mit meinen 20 Kindern, ja genau, Dicker. Alle in einer Reihe, Bruder. Bam. Voller Medizin. Stell dir das Foto vor, Digga. Love Lock in der Mitte. Buff. 10 links, 10 rechts, Digga. So. Da wird mit einer Meditation schon die ganze Frequenz auf der Erde verändert, Majuzda. Das kannst du aber glauben. Der Yogi und Weise Patanjali, der vor 2500 Jahren die Yoga-Sutras gesammelt hat, lehrte, dass sich das ganze Bemühen des Yoga auf den Stillstand des Whirlpools des Verstandes richtet. Man könnte sagen, es ist das Auflösen des Karmas, das Auflösen der tief unbewussten Strukturen, die unser Leben bestimmen. Diese unbewussten Strukturen werden in Sanskrit die Vrittis genannt. Vrittis. Auf ähnliche Weise sagte der Zen-Meister Dogen, dass Meditation der Wegfall von Geist und Körper ist. Im Buddhismus heißt sie Nirvana oder Niroda. Es ist das Aufhören der Fluktuationen des begrenzten, egoischen Verstandes, der die... Würde man das heutzutage jemandem sagen, der lacht dich aus, oh, dann kommt eine TikTok. Verstehe nicht, was du meinst, aber deswegen ist es ja auch so wichtig, einen Fick darauf zu geben, was irgendwelche Leute über dich sagen oder nicht so. Die Dinge, die ich hier mittlerweile erzähle und mit denen ich mich hier beschäftige, so, die sind für die meisten Leute einfach verrückter, mystischer Humbug so. Für mich halt nicht, weißt du? Ich weiß, was ich tue. Ich weiß, auf welchem Weg ich mich befinde. Und ich bin gefestigt schon mittlerweile so tief da drin, dass jeder Hans-Peter von der Ecke kommen kann und erzählen und machen und tun kann, was er möchte. So, der bringt mich nicht von meinem Weg ab, so, weißt du? Das ist wichtig, glaube ich, Alter. Wenn du diese Stabilität mit dir selber nicht hast und solche Sachen in der Öffentlichkeit besprichst, aus der Szene, aus der ich komme, oder auf den Plattformen, auf denen ich stattfinde, so, dann bist du halt labil, Digga. Bist du wie ein Fähnchen im Wind, so wie die meisten halt. Muss schon sehr gefestigt sein. Identifikation mit dem begrenzten Selbst erzeugt. Im Christentum finden wir dieselbe immerwährende Lehre durch eine völlig andere Metapher ausgedrückt. In einer Sprache, die üblich war zu jener historischen Zeit. Samadhi zu verwirklichen in der Sprache des Christen. Aber ich bin mir auch einer Sache, bewusst, beziehungsweise ich glaube das zu wissen, dass auch die Leute, die sich dann zum Beispiel jetzt meine Reaktion auf das Video reinziehen und versuchen, mich lächerlich darzustellen und so und Witze zu machen und so und zu beleidigen und was auch immer so, tief in sich selbst wissen die, oh shit, Digga, da steckt schon ein bisschen Wahrheit hinten dran. Da hat der schon eigentlich recht und so. Die geben das nicht zu, Bruder, aber glaub mir, da kommt auch was an. Und dann haben wir damit auch schon was gewonnen, Digga, was getan, weißt du? So. Selbst wenn die aus... Der Grund, warum die das tun, ist, jemand anderem zu schaden. Aber vielleicht haben wir denen damit dann geholfen, weißt du? So musst du immer überlegen. Und dann sollen die schaden oder machen und tun, was die wollen. Am Ende des Tages kann das eventuell was auslösen in deren Seele, so. Dann haben wir wieder gewonnen, weil Liebe gewinnt immer. Das heißt, das Königreich Gottes auf Erden zu erlangen durch die Vergebung der Sünden, durch das Erkennen von Christus. Auf Hebräisch heißt Sünde wörtlich das... Einer sagt gerade, glaube ich leider nicht, die sind ganz weit weg von Realität und haben noch nicht zu sich gefunden. Egal, die haben auch eine Seele, weißt du? Die haben auch ein Unterbewusstsein. Die haben, in denen passieren auch Dinge, die sie nicht wahrnehmen, weil sie unbewusst sind. Aber diese Dinge passieren trotzdem. Vergiss das nicht. Ziel verfehlen. Was bedeutet, den gegenwärtigen Moment zu verpassen?
das Glück in den Dingen der äußeren Welt zu suchen, anstatt die Quelle wahrer Erfüllung zu realisieren. Ins Jetzt, in den gegenwärtigen Moment zu kommen, heißt zu lernen, die Präferenzen des konditionierten Verstandes aufzugeben, gegensätzliche Zustände auszubrennen, indem wir auf nichts reagieren, das im Feld der ständigen Veränderung auftaucht. Zu meditieren heißt, das konditionierte Selbst zu verbrennen. Oder man könnte sagen, Energie aus dem konditionierten Selbst freizusetzen. Diese Wahrheit ist im Evangelium von Thomas zu finden, wo es heißt, wenn du hervorbringst, was in dir ist, wird dich das, was du hervorbringst, retten. Wenn du nicht hervorbringst, was in dir ist, wird dich das, was du nicht hervorbringst, zerstören. Krasse Bitte, Bro. So tiefe Zitate, ne? Wer hat den Originalfilm eigentlich gemacht? Aber hat der Typ jetzt hier von diesem, was ist das für ein Kanal? Awaken the World Film. Die Übersetzung ist halt auch heftig, weißt du, wie ich meine? Das musst du erstmal machen, Alter. Du musst erstmal von Englisch das auf Deutsch so übersetzen, dass die Sätze auch so heftig treffend sind, weißt du? Respekt an alle, die da irgendwie dran beteiligt waren, wirklich, Alter. Müsste eigentlich mal rausfinden, wer den Film erstellt hat und dann mal gucken, ob man da irgendwie an die Menschen rankommt. Ein Berg kann auf vielen Wegen bestiegen werden. Man kann. Krass, Digga, guck mal, der Kleine, so ein kleiner Typ da auf so einem heftigen Berg, Bro. Bergsteigen, Berg mal so einen Berg besteigen, Digga, ist auch mal eine Challenge, ne? Direkt zum Gipfel gehen oder manchmal kann es besser sein, einen gewundenen Weg zu nehmen. Aber der Blick vom Gipfel ist immer derselbe, egal welchen Weg du nimmst. Menschen haben durch die Millennien tausende von Meditationstechniken entwickelt. Nicht zu vergessen zahllose Yoga-Positionen, Asanas, spezielle Atemtechniken oder Pranayama und jede nur denkbare Vielfalt von Ritualen oder Praktiken. Das Ziel ist jedoch immer das gleiche. Falls Meditation einfach auflösen oder stoppen bedeutet, wenn es einfach zur Stille gekommen ist, warum brauchen wir dann so viele Techniken, um Meditation zu erreichen? Warum können wir nicht einfach sitzen und warten, bis sich der Schlamm gesetzt hat, so wie es im Zen gelehrt wird? Einfach hinsitzen und warten, bis sich der Schlamm gesetzt hat, Digga. Es gibt doch so eine Geschichte von so einem Mann, der auch zu einem buddhistischen Tempel gegangen ist und Erleuchtung erlangen wollte und dann gefragt hat, ob er mitmachen kann. Und dann haben die gesagt, ja, wir brauchen jemanden, der Reis zubereitet. Und der hat dann 12 Jahre lang Reis zubereitet, jeden Tag. 8 Stunden oder wie lange auch immer so. Nichts gemacht so, weißt du? Und hat durch dieses Reis zubereiten zur Erleuchtung gefunden. Auf einer heftigeren Art und Weise als die Leute, die diese ganzen Praktiken mitgemacht haben. Ist eine krasse Story, Digga, können wir mal drauf reagieren. Ist halt auf Englisch. Die Wahrheit ist, dass wir einfach stoppen können. Wir können die Aktivitäten unserer Person aufgeben, jedoch, wie Einstein sagte, obwohl die Wirklichkeit nur eine Illusion ist, ist sie hartnäckig. Ja. Wegen der Beharrlichkeit der Illusion ist es für die meisten notwendig, ins Unbewusste vorzudringen. Um wach zu bleiben, müssen wir den Avatar von seinen Samskaras reinigen, von seinem Karma oder seiner
Programmierung, damit nicht die unbewussten Anteile des Selbst die Show noch länger bestimmen. Mhm. Wenn ich reinigen sage, heißt das nicht, dass der Avatar irgendwie schlecht oder negativ wäre. Ich meine nur, dass es möglich ist, sich vom Gefühl eines Selbst zu disidentifizieren. Und dieser Prozess der Auflösung ist es, was wir Reinigung nennen. Ich reinige mein Selbst von mir selbst. Unser Sadhana ist es, alle Aspekte unseres Selbst zu vereinen, damit wir nicht geteilt sind. Wir durchdringen das Unbewusste, um Bedingungen zu schaffen, die kein Entkommen für das Ego zulassen. Ob dies mittels langer Meditationssitzungen oder Selbsterforschung oder durch intensives Yoga oder Qigong, Gebet oder Atemarbeit oder Fasten oder Chanting geschieht oder durch die Einnahme von Entheogenen, die unser tiefes Unbewusstes zugänglich machen. Wir fühlen uns natürlich zu den unterschiedlichen Praktiken, Techniken und Werkzeugen zu verschiedenen Zeiten auf unserem Weg hingezogen. Welche Praktik oder Technik das auch sein mag, der Reinigungsprozess wird stattfinden, solange wir Gegenwärtigkeit und Gleichmut fortentwickeln. Indem wir im Jetzt sind und uns dem hingeben, was ist. Fahren wir fort, die karmischen Knoten, die unsere Identifikation mit dem Avatar bewirken, aufzulösen. Wir hören auf, jede Empfindung oder jeden Gedanken als gut oder schlecht zu beurteilen, dringen immer tiefer ein in das sensorische Feld. Wir nehmen immer subtilere Phänomene wahr und werden uns dessen, was auftaucht, so bewusst, dass wir schließlich mit dem Meditationsobjekt verschmelzen. Wir werden der Atem. Wir werden die Yoga-Haltung. Wir werden zum Gesang. Wir werden der Avatar. In jedem Fall nennt man das Verschmelzen mit dem Prana-Feld Savik. Wir sind da, meine lieben Freunde. Da machen wir jetzt Stopp, Digga. Drei Teile habe ich mich jetzt für entschieden. Halbe Stunde ist gut. Ich liebe euch. Schreibt eure Gedanken dazu wie immer unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns im nächsten Stream bzw. im nächsten Video. Ich finde das eine sehr, sehr mächtige Dokumentation, von der man sehr viel lernen kann. Mit der man sich heftig auch reflektieren kann vor allen Dingen. Und wie ich das immer sage, man muss nicht immer alles eins zu eins übernehmen, aber versucht das mal einfach sitzen zu lassen und darüber mal nachzudenken und das mal zu reflektieren. Und das alleine kann euch schon aufs nächste Level bringen. Ich liebe euch. Bis dahin. Peace out.